Saisonauftakt geglückt. Das ist wohl die wichtigste Message für die deutsche Handballnationalmannschaft. Auch wenn es zwischendurch etwas hakte gegen die Niederlande, sprang am Ende ein deutlicher Sieg heraus mit 11 Toren Differenz. Und das ist wichtig vor dem wohl schwersten Gruppenspiel morgen gegen Spanien. So hätte es doch eigentlich durchweg laufen sollen. Parade Andreas Wolf und dann ein schneller Tempo-Gegenstoß. So lief es aber nicht immer in der ersten Halbzeit. Schock für Kapitän Uwe Gensheimer. Rote Karte nach diesem von den Schiedsrichtern als absichtlichen Kopftreffer gewerteten 7 Meter. Wenn der Torhüter sich nicht bewegt, ist eine klare rote Karte. Habe mich beim Torhüter entschuldigt. Er hat es auch eher sportlich hingenommen und Absicht war es mit Sicherheit nicht. Timo Kastening, Debütant bei diesem Turnier, erzielt mit dem zwischenzeitlichen 6:4 seinen ersten Europameisterschaftstreffer. Dank seiner insgesamt 4 Tore sollte sich Kastening einen Namen gemacht haben, zumindest auf der deutschen Bank. Wie heißt das? Timo, anpassen kann, auf Außen, okay? Timo Kastening. Warum ist Ihnen der Name nicht eingefallen? Oh, Sie wissen aber alles. Ich nehme es mit Humor, halb zur Welt. Alle haben es lustig aufgefasst, der Bundestrainer auch. Hat von kurzen Lacher gesorgt. Vielleicht muss ich ein bisschen wachsen oder so, dass er mich dann auch sieht und erkennt. Und dann merkt er sich vielleicht auch meinen Namen. Die deutsche Mannschaft siegt mit 34:23 am Ende standesgemäß. Sie muss sich aber steigern im zweiten Gruppenspiel. Die Spanier werden das auf jeden Fall bestrafen. Und da müssen wir deutlich couragierter und konzentrierter sowie konstanter auftreten. Mit einem Sieg gegen den amtierenden Europameister am kommenden Samstag winkt bereits die Qualifikation für die Hauptrunde. Ja, so sieht's aus. Aber Spanien, und das nochmal zur Erinnerung, ist der aktuelle Europameister. Und der präsentierte sich zum Auftakt ebenfalls in guter Form. Der Titelverteidiger ließ Lettland kaum eine Chance. Titelverteidiger Spanien ist auch einer der Favoriten auf den Titel 2020 und sicher Deutschlands stärkster Gegner in der Gruppe C. Der Auftakt der Spanier gegen Lettland, das sich zum ersten Mal überhaupt für eine EM qualifizieren konnte. Und in der Halle in Trondheim richtig frech beginnt. Ohne Angst, ohne Respekt mit ihrem riesigen Superstar Dainis Christopans, 2,15 Meter groß, von Champions-League-Sieger Skopje mit dem 3:0 seine Würfe furchterregend. Spanien muss sich zu Beginn noch ein bisschen sammeln, sich sortieren, aber dann geht auch die Post ab. Solé Salah, einer der besten Rechtsaußen überhaupt. Nach 12 Minuten steht es 4:4. Spanien ist jetzt auch mittendrin und Handball spielen können sie sowieso. Lettland auch. Vor allem einer, Christopans, nicht zu stoppen. Absolute Lufthoheit. 7:6 für die Letten, die einfach nicht nett sein wollen. Beim Stand von 11:10 nimmt Spaniens Coach Ribera seine erste Auszeit. Ihm passt gar nicht, dass der große Favorit solche Probleme hat. Erst zum Ende gibt es einen kleinen Respektabstand. 14:10. Agina Galde, Lettland trotzdem weiter unorthodox und sehenswert. Stastins quasi mit dem Pausenpfiff zum 11:14. Lettland überrascht in der ersten Hälfte sehr positiv seine Fans und vielleicht auch sich selbst. Doch so geht's zu Beginn der zweiten Hälfte nicht weiter. Leichte Fehler bestraft Spanien umgehend. Fernandes, kurz nach der Pause, setzt sich der Favorit sofort weiter ab. Doch Christopans haut weiter drauf. Sein 7. und letztes Tor im Spiel ist das zum 13:16. Die Letten kämpfen, fighten mit ihren Möglichkeiten. Jurz zum 16:18 in der 40. Minute. Das Engagement, die Einstellung der Letten ist super. Und doch werden sie danach fast schon überrollt von den Spaniern, die innerhalb von 9 Minuten 9-mal treffen. Die Letten gar nicht. 25:16. Spanien ist durch. Danach geht es noch ein bisschen rauf und runter. Das 22. und letzte Tor der Letten erzielt Kreikbergs. Den Tempo-Gegenstoß der Spanier mit dem Schlusspfiff vollendet Fernandes. Mit 5 Toren gleichzeitig Spaniens bester Werfer. Endergebnis 33:22. Spanien gewinnt standesgemäß. Aber die Letten haben bei ihrem EM-Debüt auch für ganz schön viel Wirbel gesorgt.